räumt sie jetzt ja, gleich auf. Jetzt richtig. Jetzt Drama wieder. Guck mal jetzt, alle zu viel. Zu? Alle zu Gas viel. Ich gehe mal davon aus, dass man das Drama in der Halbzeit gesagt hat. Es war unsere Eure 13. Christopher! Neuer Spielstand. Winsor. Hölle. Danke. Und damit gehen wir direkt rein in den Stream. Ein bisschen zu spät und leider habt ihr auch das Tor von Christopher Kramer verpasst. Schöne Vorlage von Margot Cirillo, der den Ball aus der Spitze in die Spitze gelegt hat zu Christopher Kramer. Noch einen Tacken weiter nach vorn und Christopher Kramer macht, was ein Christopher Kramer tut. Zu seinem 19. Saisontreffer tunnelt er mit einem Volley. Torwart Müller bei den Kölnern. Und das war ein klasse Tor. Und das 19. wie gesagt von Christopher Kramer. So, das ist Roman Prokop, der den Ball dann nochmal weiterlegt in die Spitze der Kölner. Aber Joshua Moss passt da klasse auf, ist dazwischen und ja, sichert das 1-0 bisher. Klasse gemacht von ihm. Übrigens 2267 Zuschauer haben wir heute hier, ob des Wetters und der Situation der Kölner sicherlich ein gutes Ergebnis. Einige Kölner sind auch da oben im, auf der Süd, im Gästebereich und ja, schauen sich das Spiel an. Ich schätze mal, es sind so 25, 30 vielleicht von den Jungs aus Köln, die noch mit da sind. Währenddessen Upov den Ball nochmal versucht aufzubauen über Silvio Pagano und Joshua Moss in die Spitze und Windmüller versucht sich da vor Hildebrand durchzusetzen. Der WSV setzt sich jetzt gerade in der zweiten Halbzeit seit dem Tor auch ein bisschen fest. Vorne drin. Topa mit der Flanke. Und das ist das zweite! Und das ist das zweite Tor von Christopher Kramer am heutigen Tag. Und damit macht er die 20 voll. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, bevor wir den Stream wieder gestartet haben. Auch Bülter von Rödinghausen hat getroffen. Von daher musste Kramer heute auf jeden Fall treffen, um alleiniger Torschütze zu sein. Jetzt hat er sogar schon das zweite Tor gemacht. Super klasse von Christopher Kramer, der natürlich ganz klar die gelbe Karte sieht. Für Stickerhaus zieht. Läuft bei uns, würde ich mal ganz klar sagen. Schön von Christopher Kramer mit seinem 20. Ding. Der ist jetzt Doppeltorschütze beim Spiel gegen den 1. FC Köln. Und das ist Führig, der dafür die Kölner versucht, den Anschluss zu bereiten. Aber dann hilft unser Zehner Marco Cirillo mal hinten mit und macht das klasse. Kramer versucht, den Ball da weiter durchzustecken. Und das Foul von den Kölnern findet Hildebrand jetzt eher nicht so schön und sieht dafür die gelbe Karte. Wahrscheinlich war es eher der Pfiff von Schiedsrichter Sikorski, der ihn da aufgeregt hat. Und jetzt hören wir, steht auf für den WSV. Das sieht man dann hier dementsprechend auch auf der Tribüne. Da stehen jetzt wirklich
Ihr kennt das, wenn ihr häufiger hier im Stadion seid, stehen jetzt wirklich diesmal alle. Und ich denke mal, einige von den Jungs und Mädels, die hier stehen auf den Rängen, jetzt mittlerweile stehen nicht nur wegen des tollen Spielstands und wegen der Tatsache, dass Christopher Kramer sein 20. Tor gemacht hat, sondern auch ob der Tatsache, dass der WSV hier bisher ein klasse Spiel macht und eine klasse Saison vor allem gespielt hat. Laux da hinten versucht den Ball zu klären. Windmüller ist wieder da. Und der WSV ist weiter auf dem Weg nach vorne. Cirillo jetzt, der die Seite wechseln kann. Die Seite wechselt. Und dann reden wir über was, worüber wir in der ersten Hälfte schon geredet haben. Nämlich über diese Pfützen auf dem Boden. Aber über Wirtz kommt der Ball wieder zu Cirillo. Jetzt wieder Wirtz. Der ja auch in seinem letzten Spiel. Und die Flanke von Topal landet beinahe auf dem Kopf von Semir Saric. Der ja bekanntlich nicht der größte Kopfballspieler ist, aber auf der Höhe kann auch Semir Saric dann mal in den Flugkopfball gehen. Schöne Aktion über die rechte Seite des WSV, über den schnellen Topal. Und wenn wir über Topal reden, über den jungen Spieler, müssen wir natürlich auch über die Tatsache reden, dass unsere U19, damit haben wir ja unsere Livestream-Serie in der letzten Zeit gestartet, also unsere U19 am kommenden Donnerstag gegen die U19 von Rot-Weiß Oberhausen im Pokalfinale des Niederrhein-Pokals spielt. Währenddessen wir sehen, dass Enzo Wirtz den Ball klasse klärt. Nochmal kurz zurück zu U19. Pokalfinale hier im Stadion am Zoo. Zahl, was du willst. Jeder kann seinen Eintrittspreis selbst bestimmen. Kann sich selber überlegen, was er an der Eintrittskasse, am Eintritt an der Kasse lassen möchte. Und soll ein schöner Rahmen werden wieder für unsere Jungs aus dem Löwenstall, die am Donnerstag dann ihr großes Pokalfinale im Niederrhein-Pokal haben. Und es geht, und das kann man, denke ich mal, auch mal erwähnen, um den Einzug in den DFB-Pokal. Denn wer dort im Niederrhein-Pokal gewinnt, das ist wie bei den Herren, der kommt in den DFB-Pokal, in die Hauptrunde, in die erste und kann da auf die Mannschaften treffen, die man normalerweise nicht vor der Brust hat, wenn man in der Niederrhein-Liga spielt. Auch überregional ist da eine Paarung möglich. Natürlich kann es da gegen Schalke, Dortmund, Bochum, all die U19-Mannschaften, die in der Liga überzeugen, gehen. Aber natürlich auch gegen die Vertreter aus den südlichen Regionen, VfB Stuttgart, FC Bayern. Auch das ist eine Möglichkeit.2267 Zuschauer hier beim WSV. Beim letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Köln steht 2:0. Das darf auch nochmal erwähnt sein. Und Stanley Ratifo wird da, zumindest laut Schiri Sikorski, auf der rechten Außenbahn gefoult. Enzo Wirtz soll der Übeltäter gewesen sein, der das ja klasse macht. Auf der linken Seite ist ja wahrlich nicht seine angestammte Position, auf der linken Verteidigerposition. Und Stanley Ratifo und sein Kollege Führig sind da zur Ausführung bereit, aber Führig wird es machen. Schinnemann sondiert dann noch die Lage. Führig bringt den Ball in die Mitte. Laux will da hingehen und dann ist ein bisschen Kuddelmuddel. Und der Ball ist im Haus. Durch einen Abschluss von Roman Prokop müsste das gewesen sein. Währenddessen wir ja auch die Attacke nochmal hören. Und da geht die Attacke nochmal durch. Und Köln geht leider auch gerade durch. Stanley Ratifo wieder da, aber Kevin Pitlick haut sich da rein. Und schafft es, den Angriff da abzuwehren. Der WSV lässt jetzt ein Stück zurückfallen nach dem 2:0 durch Christopher Kramer, der jetzt bei 20 Toren steht. Und lässt es ein bisschen ruhiger angehen. Müssen ja bei dem Duell hier gegen die zweite Mannschaft des FC Köln auch immer daran denken, dass wir im Hinspiel ja nicht so gut aussahen. 6:3 hieß es für die Kölner im letzten Jahr.
ordentliches Durcheinander da auch, genauso wie jetzt im Strafraum des WSV. Johannes Kölmel hat sich da versucht, der relativ wieder und das ist er ganz frei und das Moss super und nochmal Moss und nochmal Moss und das war wirklich beeindruckend. Aber jetzt zeigt Schiri Sikorski ein Foulspiel nochmal an, wodurch die ganze Aktion erstmal abgepfiffen wird. Aber ihr habt es gesehen, dementsprechend gibt es jetzt auch nochmal das Abklatschen von allen in der Verteidigung. Das war ein Kraftakt, da kein Tor zu kassieren. Klasse Aktion da von unter anderem Moss und Opoff, die da auf der Linie noch geklärt haben. Und es wird honoriert von allen, die hier auf der Haupttribüne sind. Viele haben das Angebot angenommen, bei diesem Spiel hier auf der Haupttribüne Platz zu nehmen. 5 Euro Einheitspreis, da haben sich viele gedacht, ja, Tribüne bei dem Wetter gönne ich mir mal. Einige haben sich natürlich auch weiterhin auf der Gegengerade platziert und auf der Nord und auch auf der Süd. Wie wir schon angesprochen haben, stehen einige Jungs vom 1. FC Köln. Aber jetzt schauen wir vielleicht erstmal auf unseren verletzten Spieler, der da liegt. Das dürfte Opoff sein. Mit seinen orangenen Schuhen. Und der da von Tim Heinz, unserem Mannschaftsarzt, betreut wird. Kriegt da nochmal einen kleinen Klaps von Josh Moss auf den Kopf. Da wird sich auch nochmal erkundigt bei Ope. Und denke mal, da geht es nicht weiter für ihn. Dazu lag er ein bisschen zu lange. Und dazu hat er sich auch zu sehr den Oberschenkel gehalten, als dass es da sofort weitergeht. Da wird jetzt sicherlich geschaut, wer da für eine Einwechslung bei so spontanen Wechseln bereitstehen muss. Vielleicht versucht es Uppe aber auch nochmal im letzten Spiel der Saison und beißt nochmal auf die Zähne. Einer, der in den letzten Wochen auch auf die Zähne gebissen hat, Silvio Pagano, nicht nur in neuer Rolle als Rechtsverteidiger, auch noch in neuer Rolle als Kapitän, der seinen Job da durchweg klasse gemacht hat. Und bei ihm muss man ja auch noch bedenken, voll berufstätig mit seiner Eisdiele, die er in Bochum hat, im Ruhrpark. Dann natürlich auch all das, was ein Selbstständiger tun muss, erledigen muss und dann nach dem Feierabend, so ist das nun mal in der Regionalliga und konkret auch beim WSV, danach dann nach dem Feierabend in Bochum zum Training düst und auch mal gerne seine 13 Stunden am Tag mit Arbeit verbringt. Stanley Ratifo arbeitet auch über die rechte Seite und zwar ordentlich und kassiert jetzt nach der Aktion gegen Enzo Wirtz den Freistoß. Stanley Ratifo hat ja Angebote oder soll ja Angebote haben aus der dritten Liga, unter anderem von Fortuna Köln. Also räumlich müsste er sich nicht verändern, mannschaftstechnisch schon. Da wird auch darüber spekuliert, ob da momentan in der nächsten Saison er vielleicht in einem anderen Trikot aufläuft. Aber jetzt schießt er erstmal den Freistoß. Ne, Uaim ist das, der den Freistoß schießt von rechts außen. Gut reingebracht, aber Roman Prokop übers Tor. Und wie ich gerade höre, Bülter von Rödinghausen hat auch zweimal getroffen heute, aber da Kramer ja vor dem Spieltag schon ein Tor mehr geschossen hatte, ist er jetzt weiterhin ein Tor vor. Also wichtig, dass unser Topstürmer heute zweimal geknipst hat, um die Torjägerkanone in dieser Saison in Wuppertal zu behalten. Enes Topal hat auch schon einige Tore geschossen, geht aber jetzt über rechts, über Windmüller auf Schüne. Und Schünemann wieder raus auf Cirillo, der die klasse Vorarbeit gegeben hat fürs 1:0 auf Kramer. Da hätte er die nächste Vorarbeit geben können, aber ein Stück zu weit auf Saric, den er da ein bisschen offensiver gesehen hat, als er stand. Und jetzt werden die Wege natürlich auch ein bisschen länger, dann muss man sich wieder hinter den Ball positionieren. Das macht der WSV aber gut, auch jetzt zur vorangeschrittenen Spielzeit. 66. Minute ist gerade auch zur vorangegangenen Spielzeit. Macht der Junge oder machen die Jungs das sehr gut. Dann weiterhin noch die Wege gegangen, auch im letzten Saisonspiel. Muss ja einige Körner lassen in den letzten Wochen, in den englischen Wochen mit 2, teilweise 3 Spielen innerhalb von 7 Tagen.
Roman Prokop versucht sich jetzt hier nochmal, aber der segelt hier ein paar Meter am Tor vorbei, trotzdem zur Ecke. Jetzt seht ihr übrigens auch oben nochmal die Kölner Fans, die da es nach Wuppertal geschafft haben. Auch bei diesem bescheidenen Wetter heute. Aber das macht Wuppertal ja nun mal auch aus. Huaim mit der Ecke war irgendwie doch noch nicht angepfiffen. Da muss Sikorski im gelben Dress nochmal zwischenlangen. Und kleine Info aus der Statistik, beziehungsweise aus der Tabellenregion. Aktuell ist der WSV Dritter in der Live-Tabelle, weil die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund aktuell kein Tor geschossen hat und mit 0:0 in die Halbzeit und auch in die nächsten Minuten gegangen ist. Und Joshua Moss versucht sich hier mit dem langen Ball auf Saric. Was macht der Herr Müller denn da im Tor der Kölner? War jetzt nicht ganz so sicher, aber Saric kam auch nicht dran. Und jetzt der Wechsel auf Kölner Seite. Kurze Ermahnung noch für Nesseler, der da den Ball weggeschossen hat. Jetzt aber auch passend dazu rausgehen darf. Kurzer Plausch noch mit seinem Kollegen, der eingewechselt wird, und den Linienrichtern Kevin Domig und Tim Brüster. Und für Nesseler kommt jetzt Jens Bauer, dürfte das sein, ins Spiel. Nein, doch nicht. Lukas Zurek ist jetzt rechts hinten unterwegs bei den Kölnern und auch beim WSV wird ausgewechselt. Silvio Pagano geht raus, hat es sich verdient, für ihn kommt André Mandt in die Partie. André Mandt, ja auch ein Spieler, der jetzt reingekommen ist, der auch heute sein letztes Spiel für den WSV macht, genauso wie auch Enzo Wirtz, der Derby-Held, der auch für die nächste Saison nicht mehr unter Vertrag steht. Guter Ball jetzt vorne in die Spitze. Und jetzt müsste er schießen, der Schüne, aber dann doch etwas zu flach nach der kurzen Kopfballabwehr von Müller. Der da jetzt schon in einige brenzliche Situationen sich selbst gebracht hat und auch gebracht worden ist. Und es gab einen Wechsel aus den Gästen aus Köln. Die immer präsentiert vom Jörg Rönisch aus dem Spiel die 5. Und da geht der Wechsel von den Kölnern, den ich gerade schon angesagt habe, jetzt auch nochmal über den Äther bei unserem Stadionmoderator Carsten Kulawik. Kölner in der letzten Zeit jetzt nicht mehr so zwingend. Die eine Chance von Prokop vor ein paar Minuten war da noch die beste Variante. Stanley Ratifo jetzt wieder zu weit. Führig kriegt die Kugel nicht mehr und der WSV kann wieder aufbauen. Ja, das waren schon krasse Wochen in der letzten Zeit mit den vielen Spielen unter der Woche. Viele Spiele innerhalb von kurzer Zeit, die der WSV da lassen musste. Und das mit einem relativ kleinen Kader und immer wieder mit Hilfe aus dem Löwenstall, aus unserer U19 auf der Bank, die den Kader dann noch adäquat ergänzt haben. Und währenddessen wir das sagen, beracht sich auf der Seite von Cheftrainer Christian Britschow noch Michael Blum bereit. Und Kramer wird jetzt nochmal geschickt von André Mandt, aber steht im Abseits. Steht ganz knapp im Abseits. Das hätte sein dritter Streich heute werden können. Zugegebenermaßen auch keine so zwingende Situation wie in den beiden Situationen vorher, die er genutzt hat, aber Christopher Kramer, weiß man, kann aus kleinen Möglichkeiten auch was machen. Okay, und jetzt höre ich gerade, Bülter hat seinen dritten Treffer erzielt und damit wäre jetzt Bülter auf der gleichen Seite wie Kramer. Und jetzt hat er die Möglichkeit, jetzt müsste er querlegen und er ist zu kurz. Der ist zu kurz von Semih Saric, der hätte, wo wir es gerade angedeutet haben, noch für die Möglichkeit sorgen können, dass Kramer nochmal erhöht und mit dem dritten Treffer dann heute die Führung in der Torjägerliste wieder übernimmt. Wäre ja schön, wenn
mal wieder ein WSV-Spieler in der Regionalliga die Torjägerkanone bekommt. Das wäre aktuell der Fall, aber man müsste sie in der Mitte leider durchsägen und teilweise nach Rödinghausen schicken. Da ist so eine alleinige Trophäe natürlich ein bisschen schöner. Und dafür hat Christopher Kramer noch knapp 20 Minuten Zeit. Die haben wir nämlich noch hier im Spiel und es wird wieder gewechselt. Schauen wir mal, erst die Kölner dürfen da tauschen, wer da wechselt. Aufs Spiel kommt da Adrian Zöke. Und beim WSV geht Schünemann raus. Und Michael Blum kommt aufs Feld. Nein, doch, Dennis Dovidat ist es. Dennis Dovidat kommt ins Spiel. Habt das jetzt auch nochmal gehört, Dennis Dovidat da am Start. Jetzt auch in seinem letzten Spiel, wechselt ja, weil er kürzer tritt, zum TSV Meerbusch. Und kann dadurch sich mehr um berufliche und private Dinge kümmern. Haben wir ja auch schon bei Davide Leikhoff in dieser Saison gesehen, dass es da in der Regionalliga und natürlich auch darüber, aber in der Regionalliga besonders noch ein paar andere Sachen gibt, außer Fußball, die eine gewisse Relevanz im Leben haben. Und Christopher Kramer macht das jetzt super, hilft jetzt auch als Linksverteidiger mit. Der hat jetzt richtig Bock, da nochmal vorne und auch hinten an den Ball zu kommen. Und Enzo Wirtz scheitert da leider am schnellen Konterspiel. Schafft es da nicht, durchs Zentrum durchzugehen. Und zum Beispiel den wieder mitgelaufenen Kramer einzusetzen. Aber auch Cirillo wäre da gewesen. Stattdessen jetzt wieder die Kölner mit dem Ball in die Spitze. Aber das macht Opov gut. Und Uaim nicht so gut, denn der haut da Marco Cirillo ordentlich um. Ging jetzt auch nicht so hundertprozentig zum Ball, war eher der Körper mit dabei. Kurzes Abklatschen, dann ist das aber wieder gegessen. Und für den eben angesprochenen Schöke, der reinkommt, ist Chris Führig rausgegangen, der auch schon Bundesliga-Luft schnuppern durfte bei den Kölnern. Und jetzt ist Laux unterwegs und legt den bei Klasse raus. Und dann ist der relativ frei und da, aber Joshua Muss ist auch da. Und kann dazwischen jumpen. Und auch Ines Topalata noch hinten mitgeholfen. Schöne Mannschaftsleistung, sieht man dann auch immer wieder, dass einige Jungs aus dem Mittelfeld mithelfen, wenn es um die Verteidigung wirklich in letzter Linie geht. Klar, selbstverständlich, aber bei so einem Spielstand und in so einer Situation in der Saison ist das nicht immer so selbstverständlich. Ratifo und Uaim sind jetzt nicht ganz einverstanden damit, dass das Foul gegen Windmüller da gepfiffen worden ist, der aber doch recht eindeutig weggeschubst worden ist. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Leichte Probleme da nochmal. Für die Kölner geht es ja dann doch noch um einiges heute hier, müssen punkten eigentlich, um dem Abstieg auch entrinnen zu können und um nicht so zu agieren wie die erste Mannschaft in dieser Saison, die ja auch aus der ersten Liga absteigen musste. Und auch für die zweite Mannschaft in Köln sieht es aktuell nicht rosig aus. Gleich mal sehen, ob die Tabellensituation es hergibt, dass die Kölner bei diesem Spielstand raus sind. Sicher ist das nicht. Hängt natürlich dann auch immer vom Aufsteiger in die dritte Liga ab. Das dürfte aktuell der KFC Uerdingen sein, die da in die Relegation gegen Waldhof Mannheim gehen. Und da sicherlich auch ein ziemliches Knallerspiel erwarten bei
Waldhof Mannheim, der ehemalige WSV-Spieler Andreas Iwan. Ordentlich on fire, wie man so schön sagt, mit einigen Toren und Torvorlagen. Der technisch versierte Außenspieler da immer wieder gefährlich bei den Mannheimern. Und natürlich ist das wichtig für die Kölner, denn steigt Uerdingen da nicht auf. Kann es für die Kölner da eng werden. Die Kölner bauen jetzt auf über Hildebrand und versuchen häufig lange Bälle, das sieht man dann auch. Gerade wird der eingewechselte Stöcke gerne gesucht auf links außen, der da Führig 1:1 ersetzt hat, vorher auf der linken Seite unterwegs war bei den Kölnern. Aber klar, der Ansatz des WSV aktuell, das Ergebnis erstmal zu halten. 12 Minuten sind es noch, dann gehen wir noch eine kurze Nachspielzeit, denke ich, und dann ist tatsächlich die Regionalliga-Saison 2017-2018 für den WSV auch beendet. Für den Verein WSV ist es allerdings noch nicht beendet. Es gibt noch ein paar Jugendspiele, unter anderem auch das U19 Niederrhein-Pokalfinale. Und gleich nach dem Spiel gibt es das Grillen auf der Nord, auf der Ost-Gemagnac-Tribüne ab ungefähr 16:30 Uhr. Aus organisatorischen Gründen müssen wir aber erstmal das Stadion kurz verlassen und dann geht es gemeinsam auf die Nord. Also gleich ab 16:30 Uhr ungefähr das Grillen auf der Nord-Tribüne. Für die Kinder, habt ihr das gerade gehört, gibt es gleich, das kann ich ja schon mal spoilern, da ihr nicht im Stadion automatisch seid, gibt es gleich einen kleinen Platzsturm. Haben wir in der letzten Zeit immer wieder Anfragen erreicht. Viele wollen beim WSV Ballkinder werden, viele wollen mal mit aufs Spielfeld. Und dann gibt es jetzt einmal die Möglichkeit zum Ende der Saison, auch wenn es Schiedwetter ist, Ende der Saison nochmal zu den Jungs auf den Platz zu laufen. Für die Kleinen sicherlich immer eine schöne Geschichte, da auch mal den Jungs, die sie immer nur von oben anfeuern, auch mal nah sein zu können. Und deswegen gibt es einen kleinen Platzsturm für Kinder. Platzsturm klingt immer so krass, sind aber dann doch Jungs und Mädels ab 4, die mit aufs Feld dürfen. Wir haben vorhin gestoppt bei der U19, währenddessen die Kölner hier nochmal eine Ecke haben. Am Donnerstag, den 17. um 19 Uhr hier wieder im Stadion am Zoo live. Das Spiel im Niederrhein-Pokal-Finale gegen RWO und es geht um den Einzug ins DFB-Pokal. Und Joshua Moss möchte heute einfach partout kein Tor kassieren, aber die Kölner möchten da noch mal kurz drüber sprechen. Und dann geht es ein bisschen heiß her. Und Schiedsrichter Sikorski guckt sich das von außen an und hat sicherlich eine Meinung dazu. Wer sich da nicht so gebührend verhalten hat, sind seiner Meinung nach Kramer, Waimi, der da noch hingeht, aber vielleicht gar nicht belangt wird. Und Kollege Prokop dürfte das sein. Und dann kriegen die beiden Stürmer, also Kramer und Prokop, nein, Prokop war es nicht, aber Kramer war es definitiv, noch eine gelbe Karte mit. Es ist Kusic in der Innenverteidigung von den Kölnern, der da die gelbe Karte sieht nach kurzer Rudelbildung. Und wenn wir über schöne Momente in dieser Saison bzw. über erfreuliche Momente sprechen, dann sprechen wir auch über die erneute Verpflichtung von Emre Bayrak, der etwas später zur Mannschaft jetzt gekommen ist in dieser Saison und der jetzt nochmal seine letzten Minuten bekommt, nach dem Spiel auch wechseln wird. Und für ihn geht Marco Cirillo aus dem Spiel. Emre Bayrak wirklich ein klasse Sportsmann, der immer auch seine Rolle als Ersatzspieler akzeptiert hat und immer da war, wenn man ihn gebraucht hat. Ist auch immer ein wichtiges Attribut für einen Fußballspieler. Und der klasse Sportsmann, der hier auch noch seinen Abschied bekommt und gerade schon dazwischen gegangen ist. Und jetzt haben die Kölner nochmal die Chance mit
einem Knaller gegen die Oberkante der Latte von Zirke. Da hätte Moss, der heute gefühlt alles hält, mal gar nichts machen können. Ball ist dann noch an der Latte, an der Oberkante vorbei gestriffen und aufgetitscht. Und Joshua Moss möchte weiterhin heute komplett zu Null bleiben. Kann ich verstehen. Gucken wir mal, ob es schafft. Ruske ist Manfredas, der gerade eingewechselt worden ist. Das reichen wir noch nach. Da unterwegs Waimi jetzt am Ball. Auch nochmal den Schussversuch. Aber wenn die Kölner schon gar nicht mal bis zu Joshua Moss hinkommen, sondern die Bälle vorher alle abgeblockt werden, dann natürlich die Wahrscheinlichkeit auch nicht so groß, dass das sich heute nochmal ändert mit keinem Tor für die Kölner. Jetzt ist es passiert, dann doch. 1-2. Anschlusstreffer für Köln. Schauen wir mal, wer das war. Zirke dürfte das gewesen sein auf links außen. Ich glaube, das war er, ja. Adrian Zirke, der da in die lange Ecke abschließt. Nur noch 2-1 für den WSV im letzten Saisonspiel. Schmälert natürlich im Allgemeinen nicht die gute Leistung heute. Aber in der 83. Minute war es jetzt Adrian Zirke oder Schöke, der dort nochmal dazwischen funkt beim eigentlich schon fest eingeplanten Sieg des WSV. Jetzt aber nochmal Beirak, der da versucht zu klären. Ruskis versucht da zu schießen, Beirak blockt ab und Pitlick klärt. Schöner Ball jetzt von Kramer auf Mand, ausnahmsweise in der Sturmspitze. Und Opoff damit ordentlich Körpereinsatz unterwegs. Windmüller. Und dann geht nur noch, dann geht's nur noch nach außen zu klären. Und Emre Bayra klärt da nochmal. Ebenfalls zur Ecke. Und Waimi schlägt die Ecke rein. Wäre natürlich jetzt noch ein kleines. Wäre natürlich ein kleiner Wermutstropfen jetzt nochmal am Ende der Saison, um so einen Ausgleich zu bekommen, kurz vor Ende. Und da erklärt Opoff nicht gut. Abschluss von den Kölnern, aber der war noch nicht so gefährlich wie die letzten Aktionen. Ratifo hat da abgeschlossen. Aber vorbei. Und jetzt wird nochmal aufgestanden für unsere Jungs auf dem Platz, auch den Spielern, die jetzt das letzte Mal das WSV-Trikot tragen, einen gebührenden Abschied zu liefern, aber natürlich auch verdienten Spielern, die jetzt gerade noch auf dem Feld stehen und auch in der nächsten Spielzeit für den WSV einstehen werden. Einmal komplette Verabschiedung mit allen, bei einigen ein längerer Abschied, bei anderen ein kurzer, denn nach der Winterpause, nach der Sommerpause, nicht der Winterpause, obwohl es jetzt gerade eher nach Winter aussieht hier auf dem Feld, sehen wir uns dann natürlich in der Regionalliga wieder und auch viele von den Jungs, die jetzt hier auf dem Rasen aktiv sind. Topa mit dem Einwurf, Mand versucht sich da durchzusetzen, schafft es nicht, Laux geht da mit Körper und Körpereinsatz weiter nach vorne. Auf Ratifo jetzt nach außen. Gute Flanke und dann kommt auch Ruskis da nochmal hin. Und jetzt reagieren wir auch auf das, was wir eigentlich schon im Vorhinein geplant hatten, wenn es so ein mieses Wetter, wie jetzt aktuell gibt, wird natürlich nach dem Spiel das große Abschlussgrillen nicht auf der Nord stattfinden, sondern auf der Haupttribüne. Und jetzt hätte Emre Bayrak beinahe in seinem letzten Spiel für den WSV nochmal dafür gesorgt, dass Christopher Kramer alleine auf den Torwart zuläuft und vielleicht sogar die Führung in der Torschützenliste alleine übernommen hätte. Aber da war Torwart Müller dann noch dazwischen. Bayrak wieder, Saric. Also ich dann doch etwas
eindeutig Platz verschafft. Müller bei den Kölnern, der Torwart legt den Ball sehr weit nach vorn. 87. Minute haben wir jetzt, also noch 3 Minuten regulär. Man steht jetzt auch für die Kölner fest, ob sie den Platz behalten, den sie nicht gerne behalten wollten, nämlich der, der einen Abstieg bedeutet, sollten die Uerdinger aufsteigen. Da ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen. Aber durch den aktuellen Spielstand sollten die Uerdinger den ersten Platz machen und deswegen in die Relegation gegen Waldhof Mannheim. Wer sich da durchsetzt, das ist eben noch die Frage. Und deswegen können die Kölner selbst mit dem aktuellen Spielstand noch nicht nach dem Abpfiff Gewissheit haben. Gewissheit haben wir auch noch nicht beim Spielstand. Prokop versucht jetzt nochmal den Ball im Zentrum zu halten über Waini, Laux und Zöke. Schöne Balleroberung von Dovidat. Jetzt nochmal über Kramer und über Saric. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist Kramer bei dem Spielstand? Wenn es um die Torabschlüsse geht, geht es jetzt darum, den Kramer nochmal einzusetzen. Klar, man nimmt jeden Torschützen gerne, aber in so einer Situation dem Christopher Kramer nochmal einen auflegen. Ich glaube, da gibt es nach dem Spiel nochmal eine Extrawurst von Christopher Kramer für, wenn das einer schafft heute. Aber schauen wir mal, wer sich die verdient. Topal, Dovidat. Ah, da hat er die Lücke zwar gesehen, aber Kusic in der Verteidigung der Kölner, aber dazwischen, jetzt wird Saric nochmal gelegt und liegt da. Ratifo erklärt ihm, glaube ich, nochmal die Abstiegsregelung gerade. Mansch darf jetzt nochmal, auch in seinem letzten Spiel, wie gesagt, für den WSV zum Freistoß antreten. Und wer steht bereit für einen möglichen Abpraller? Natürlich Christopher Kramer. Nochmal ordentlich Anfeuerung von den Rängen hier. André Mann probiert es, denke ich, direkt. Das macht die Entfernung. Und er sitzt. Klasse Tor. Ansatzlos von André Mann. Immer gefährlich bei Standards. Gerade in der ersten Saisonhälfte immer der Mann gewesen, der die gefährlichen Standards reingebracht hat und meistens auch Windmüller und Kramer eingesetzt hat. Und jetzt zum Abschluss, da war nochmal selber. Klasse Ding von André Mann. Da darf sich der aufnehmende Verein in der nächsten Saison freuen, so einen Jungen am Start zu haben. 89. Minute. Wieder dazwischen, aber der war im Abseits. Da war Hildebrand im Abseits, aber der Ball war auch drüber. Und wenn das Ganze hier nicht auch noch so ein ordentliches Durcheinander in der Tabelle wäre, haben die Kölner gerade, oder bekommen sie wahrscheinlich über irgendwelche Wege, gerade die gute Nachricht, dass es bei der Fortuna aus Düsseldorf ja auch nicht so ein ganz unbrisantes Duell am Rhein gerade 1:1 steht, wodurch Köln von dem Platz, den sie nicht gerne behalten wollen, wieder weg sind. Das heißt, ganz ab vom Spiel hier sollte sich beim Spiel der Fortuna nichts mehr tun. Können die Kölner doch ein bisschen feiern hier und können sich freuen, dass sie nicht runter in die Oberliga Mittelrhein müsste das dann sein, runtergehen müssen. Das ist natürlich auch immer ein Thema bei den Bundesligisten, die zweiten Mannschaften noch weiter zu behalten. Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen bei all den Bundesligisten, die in der vierten und fünften Liga ihre zweiten Mannschaften stehen und sitzen haben. Das ist natürlich dann immer die Frage, möchte man das eingehen
möchte man da eine zweite Mannschaft, die sicherlich hochpreisig ist, noch weiterführen. Für die Kölner geht es da natürlich auch ein bisschen um Prestige, das ist klar. Und jetzt war es Ruskis, der den Ball da von außen reingegeben hat, jetzt möglichst die Bälle hoch reingespielt. Die Kölner wollen natürlich trotzdem noch dafür sorgen, dass es hier nochmal spannend wird. Und schaffen das aber nicht, weil gerade Topal gefoult wird. Und den Uerdingern können wir jetzt zur Meisterschaft gratulieren. 5:0 haben sie gewonnen. Und sind damit nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Ganz egal, wie Viktoria Köln spielt. Das war ja schon vor dem Spiel klar. Das sollte Uerdingen es machen. Sie dementsprechend auch in die Aufstiegsspiele gehen. Und die angesprochene Version, dass sie gegen Waldhof Mannheim um den Aufstieg spielen, die ist jetzt Realität. Das heißt, spannende Situation noch für die Uerdinger. Und der WSV führt schon wieder 3:1. Das ist ja so ein bisschen das Lieblingsergebnis der letzten Wochen und Monate. Hat sich irgendwie so eingebürgert, dass man 3 Tore immer schießt und 1 bekommt. Nicht immer so das Lieblingsergebnis vom Trainer sicherlich. Kölner nehmen da nochmal die Hand zur Hilfe. Und jetzt gewinnt der WSV 3:1. Und der WSV wird, und das haben wir jetzt auch nochmal offiziell gehört, Dritter hinter den beiden Mannschaften aus Uerdingen und Köln. Hat der WSV es durch das Unentschieden der Dortmunder geschafft, auf den 3. Platz vorzurücken. Ein fulminantes Ergebnis mit all den ganzen Unwägbarkeiten, die in dieser Saison auf die Mannschaft zugekommen sind. Und ich denke, super von den Jungs um Christian Britschow, der da auch nochmal zu allen zu die Hand gibt und abklatscht. Nicht nur die, die gehen, sondern auch die, die heute klasse Leistungen abgeliefert haben. Da wird nochmal abgeklatscht. Und ganz wichtig für den WSV natürlich auch so ein Tabellenplatz am Ende der Saison mit dem 3. Platz für alle, sicherlich auch für die Region, für den Verein, für alle, die es mit dem WSV halten. Eine schöne Nachricht. Egal, ob ihr jetzt in Wuppertal mit live dabei seid und euch das Spiel anschaut oder ein bisschen weiter weg. Denke mal, die Variante freut euch. WSV als Traditionsverein in der Regionalliga auf dem 3. Platz. Und jetzt sind die Kinder noch mit dabei. Ein paar haben es dann noch geschafft, die dann noch mit auf den Platz durften. Es kommt pfennigweise, tröpfchenweise, aber Jungs und Mädels sind mit da, dürfen auf den Platz, freuen sich. Und ein paar kommen noch hinterher. Das ist doch super. Nochmal ein paar Jungs und Mädels auf dem Feld zu haben, die dann tierischen Spaß dran haben, die Saison so zu beenden. Ein bisschen rummatschen ist, glaube ich, als Kind ja auch erlaubt. Da kommen noch ein paar mehr. Und noch ein paar hinterher mit Mamas und Papas. Die dürfen natürlich auch mit. Schöne Szenen, denke ich, für euch auch, die ihr den Stream schaut. Und wenn ihr in Wuppertal mit am Stream seid, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, nach dem Spiel hier nochmal mit auf der Haupttribüne vorbeizuschauen, beim Abschlussgrillen, mit der Mannschaft, mit dem Vorstand, mit allen aus dem Verein, Vereinsmitarbeiter, Vereinsoffizielle und natürlich die Mannschaft, ganz wichtig, die heute einen tollen 3. Platz in der Regionalliga erreicht hat. Dafür nochmal auch an die Jungs größten Respekt. Und ganz, ganz viel Erfolg auch für die nächste Zeit. Auch für die Jungs, die jetzt den Verein verlassen. Den drücken wir natürlich für alle weiteren Aufgaben die Daumen. Wir verabschieden uns jetzt hier vom Kommentatorenplatz. Wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Kommt entweder noch vorbei oder genießt trockenes Wetter zu Hause.
Zum Abschluss weise ich nochmal auf den Donnerstag hin. 17. Mai, 19 Uhr, Pokalfinale unserer A-Jugend WSV gegen RWO im Stadion am Zoo. Zahl, was du willst. Und da sind auch sicherlich einige von den Kleinen dabei, die jetzt gerade auf dem Platz dürfen. Sind dann doch deutlich mehr geworden, als wir dachten. Die dann noch hinterher dürfen. Und mit Christian Britschow im Abschlussbild verabschieden wir uns, wünschen euch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns am, oder lesen uns am Donnerstag, den 17.05. zur A-Jugend wieder. Bis dann.